Seit seinem Viertelfinal-K.O. 2017 beim Masters in Rom hat Nadal nunmehr 46 Sätze in Folge auf dem roten Belag gewonnen. Punkt, 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 Punkt. Die alte Rekordserie des Argentiniers Guillermo Curiel aus den Jahren 2003 und 2004 endete bei 35 Satzgewinnen nacheinander. Punkt, 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 Punkt. Für Nadal war es gleichzeitig der 18. Sieg in Serie auf dem langsamsten aller Belege. Punkt, 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 Punkt. Insgesamt steht der Spanier nun bei 77 Einzeltiteln auf der ATP-Tour, damit zog er mit John McEnroe gleich. Punkt, 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 Punkt. Öfter haben Ivan Lendl, 94 Grand Slam Rekordkampion Roger Federer, 97 und Jimmy Connors, 109, triumphiert. Punkt, 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 Punkt. Am Vortag hatte Nadal durch das 6:4, 6:0 im Halbfinale gegen den Belgier David Goffin auch die Schallmauer von 400 Siegen auf Sand durchbrochen, bei 35 Niederlagen. Punkt, 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 Punkt. Der 19 Jahre alte Tsitsipas war der erste Grieche im Finale eines ATP-Turniers seit Nikola Kalogiropoulos 1973 in Des Moines, US-Bundesstaat Iowa. Punkt, 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 Punkt. Doch Nadal war im Finale eine Nummer zu groß, gleich fünfmal nahm dieser Tsitsipas den Aufschlag ab. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Video Becker exklusiv Djokovic fehlen ein paar PS, Nadal ist einmalig. Punkt, 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 Punkt.